Mit 13 erlebt sie den Krieg. Um sich vor Vergewaltigung zu schützen, verkleidet sie sich als Junge. Dies bin ich schuldig zu melden, dass ein Rittmeister mich behielt, auf dass ich seine Person wie ein Page und Kammerdiener aufwarten sollte. Außerdem lernte ich mit Fleiß fluchen wie ein Soldat und saufen wie ein Bürstenbinder. Und ich sah auf Brüderschaft mit denen, die ich vermeinte, dass sie meinesgleichen wären. Um dass ja niemand merken sollte, warum ich in meiner Geburt zu kurz gekommen oder was ich sonst nicht mitgebracht. Die Courage kämpft wie ein Mann im Krieg. Sie kann mit Waffen umgehen und macht reichlich Beute. Die Tarnung als Junge gibt sie bald auf. Sie hat sich in den Rittmeister verliebt und heiratet ihn. Als er fällt, nimmt sie sich den nächsten Ehemann. Insgesamt sind es 8. Sie heiratet mal aus finanziellen Gründen, mal aus Lust und Liebe. Es gelingt ihr immer, sich in einer von Männern dominierten Welt durchzusetzen, auch wenn sie sich ihren Lebensunterhalt als Hure verdient. Sie verstößt gegen die moralischen Normen der Zeit und wird auch dadurch zur Männerfantasie.